Rock the Biz. Halb zehn, morgens Hamburger Wetter und ja, eine kürzere Nacht als kurz. Sehr kurze Nacht, wir mussten ja noch unbedingt in die Pudelbar oder in den Pudelclub. Und ich bin bis 6 auf der Hibberbahn rumgezogen. Weißt du, was ich gesehen hatte? Und jetzt ab zum Bahnhof. Fred, einpacken. Matze hat sich gestern Abend auch verabschiedet, ich heute Morgen. Was laber ich eigentlich? Und ja. Ey, Hamburg, das ist ein schönes Städtchen, hat irgendwie ein sehr interessantes Nachtleben. Ja. Und also am Arsch war ich noch nie, ey. Ja, am Arsch die Waldwee. Aber sehr geil. Und der Lars Leverenz von Autolied hat mit uns eine kleine Tour gemacht. Lars ist der Beste. Lars hat mir ein T-Shirt geschenkt. Lars ist der Allerbeste. Muss man die bezahlen oder kann man die rausfahren? Nee, muss man bezahlen. Hamburg haben wir hinter uns gebracht. Viele Grüße an Lars Leverenz von Autolied. Es war eine saugeile Zeit mit ihm. Hat uns ein bisschen Hamburg gezeigt. Wir waren im weltberühmten Pudelclub. War auch super geil. Jetzt sind wir ein bisschen müde, weil erstens wir etwas spät ins Bett kamen. Zweitens dann wir ganz früh raus mussten, um den Matze am Hauptbahnhof abzuladen. Und jetzt geht's Richtung Den Haag, Rotterdam. Von wo aus wir dann Richtung England mit der Fähre fahren. Haben eigentlich ein Interview mit Fred Nuff geplant, aber die Verkehrssituation ist gerade äußerst ungünstig. Will heißen, wenn es dumm läuft, können wir Fred Nuff nicht interviewen, werden wir schauen, dass wir es irgendwie nachreichen können. Soweit, so gut. Scheiß Wetter, aber wir kriegen alles hin. Und, zeig dich selbst, wir haben einen neuen Audiomenschen da. Das ist der Fred Doppelstein. Und der wird ab sofort die Autotechnik übernehmen. Für den Matze und wir hoffen, dass er genauso viel Spaß haben wird wie wir auch. In diesem Sinne, rock the biz, auf nach Rotterdam. Hier, Marc, wir mussten noch einiges auslassen heute, oder? Einiges, ein Interview mit Fred Damm. Weil der Verkehr hier auf der A1, glaube ich, so Hölle war. Also Baustelle auf Baustelle auf Baustelle, dass wir mit 1,5 Stunden Verspätung angekommen wären. Ich habe es gerade mit Fred telefoniert und er hat gemeint, hey, geht da kein Risiko ein, wenn du eine Fähre kriegen müsst, schieben wir das Interview nach, was wir auch definitiv machen werden. Und fahren jetzt direkt nach Rotterdam statt nach Den Haag. Was eigentlich, dann fahren wir mit der Fähre nach Hull und treffen dann am nächsten Tag in Manchester The Whip. Sehr gut. Da werden wir den Wolfram aufsammeln. Wenn wir den Wolfram aufgesammelt haben, hetzen wir wieder zurück in den Europaport, wo wir um 19.30 Uhr sein sollen, damit wir nämlich eingecheckt haben. Ja, hier schöner Plan. Hier ich, dort Fred und Marc mit 20. gehen wir uns und Marc, ja, natürlich gestresst. Er hat heute ungefähr die 1000er-Marke im Faxsagen gebrochen. Fuck, fuck, fuck! Und jetzt hoffen wir, dass wir hier den Hauptbahnhof mal erreichen. Die Zentralstation! Fuck, fuck, fuck! Hier steht auch nichts von Zentralstation, gell? Es steht nur geradeaus, geradeaus, sagt man. Über die Brücke und jetzt links, oder was? Wo ist die Brücke? Hier, hier steht W und dann links. Wo ist die Brücke? Erasmusbrück, links muss man. Links, scheiße. Ab linken und hier oder und du, dann lass mich schon vorbei, ey. Denn unser Auto ist groß. Hey, ich muss dann lang. Hi. Juhu, wir begrüßen ein neues Mitglied an Bord, den Wolfram. Servus. Hallo Wolfram. Wo kommst du her? Was machst du so? Frankfurt über Köln, Düsseldorf, Utrecht. Jetzt hier in Rotterdam. Okay, Marc. Ja. Wir haben ihn, jetzt haben wir, müssen wir schnell zum Hafen. Ja, ganz schnell zum Hafen, Alter. Ey. Machen wir ganz schnell.
Marc lieber auf nichts ansprechen jetzt. Auf geht's. Oh, wir sind nicht die Letzten. Oder? Ja. Was ist denn? Das sind alles die anderen, die da auch noch rein wollen. Toll, okay, dann war die Action hier schon wieder vorbei. Oh, oh mein Gott. So, jetzt erstmal. Yeah. Also ich habe den Bus noch nie so getreten wie heute. Also, aber unfassbar. Aber bisher hat das gemacht. Ohne Eve, los, ohne welche Schäden, die man haben kann. Ach so, soll ich jetzt aufzählen, was da alles kaputt war? Ja. Auf unserer Fahrt ging kaputt der Scheibenwischer, die Wasserpumpe, der Auspuff, die Moral. Nein, die Moral. Nein, Moral war immer nein, gut. Die war immer gut. Marks Fuck-Anteil wurde erhöht, also ja, nicht im praktischen, sondern im wörtlichen, verbalen. Und jetzt sind wir hier, haben wir es geschafft, jetzt gesagt nach England und dann. Dann wird es erstmal geschmeidig. Mal hier, ja. Geschmeidig, das sagt er auch alle zwei Minuten. Mach dich geschmeidig, weil geschmeidig denk ich immer an. Das ist immer so eine Sache, weißt du? Aber das wird alles wieder rausgeschnitten, weil es ja zu Kindergarten wird, deshalb abwarschen. Wie kam es zur späten Begrüßung? Wir mussten den Wolfram um eigentlich laut Plan um 6:30 abholen. Und wie du mitgekriegt hast, haben wir ja super Stau gehabt und sind dann um 6:50 im Rotterdam Mitte Zentralstation gewesen. Brett. Und dann haben wir es innerhalb von einer halben Stunde aus dem Zentrum von Rotterdam an das letzte Loch von Hafenport 8508 geschafft. Und deshalb haben wir quasi die Tür aufgemacht und Wolfram ist im Laufen reingesprungen. Ich habe auch eine perfekte Beschreibung gegeben, yeah, wo ich hin und perfekte war. Beschreibung, richtig. Und habt ihr mich überhaupt gesehen, wo ihr schon mal auf der anderen Seite war? Ich war aber ja, gar nicht. Ich hab die ganze Zeit eingerannt, fahrt schon auf der anderen Seite rechts rein. Ich komme rüber gesprintet. Dann sprinte ich rüber und seht ihr den Turn fahren. Ich sag, ja, da konnte man wenigstens halten. Also ist quasi on the fly reingesprungen, so wie so ein U-Bahn-Surfer. Deshalb konnte ich ihn erst jetzt begrüßen, was ich gerne und mit freudiger Erregung tue. Und jetzt eine Zigarette. Machen wir eine Mode aus. Machen wir eine Mode aus. Machen wir eine Mode aus, ja. Kein Stress. Ich brauche Strom, dann machen wir jetzt bin ich sogar noch der Videomaster. Du kriegst alles mit. Hier,